Hallo Sammlerfreunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys Merchandise Folge 274. Herzlich willkommen an eurer Retro-Bar. Hallo Sammlerfreunde, herzlich willkommen zu Fantastic Toys Merchandise Folge 274. Ich heiße euch herzlich willkommen an der Retro-Bar. Ja, hier gibt es Klassik vom Feinsten, Masters of the Universe. Wir beginnen heute mit den allerersten Figuren, haben aber ein kleines Problem. Viele Figuren sind 1981 gestempelt, erschienen aber erst 1982. Also offiziell erschienen ja alle Figuren erst 1982. Deswegen kommen wir dort, werden wir ein bisschen immer hin und her schwenken mit den Jahreszahlen. Also, nagelt uns nicht gleich ans Kreuz, wenn das ein oder andere Jahr, Erscheinungsjahr nicht ganz stimmt. Weil keiner weiß mehr nach über 30 Jahren, ob jetzt die Figur am 31. Dezember 81 erschien oder am 1. Januar 82. Genug gefaselt. Gehen wir rüber und legen los. Also, by the power of Grayskull, I have the power. Leute, ich musste ein wenig kruscheln, um alles zusammenzubringen. Hier jede Menge Sodax, jede Menge Beastmen, fast keiner komplett. Ein Beutel Man at Arms, bitte 2 Pfund. Und so weiter. Dank des Toys Hunters Journals haben wir jede Menge Bildmaterial. Leider, ich habe nicht alles original verpackt. Hier in der Mitte sehen wir Skeletor auf einer amerikanischen Karte. Also eines muss man sagen bei Skeletor, er ist wirklich der ultimative Bösewicht. Sein Markenzeichen, der Totenschädel. Okay, eine Armee der Omis lief damals Sturm gegen dieses Actionspielzeug. Aber mal ehrlich, nice. Wir haben jetzt hier mal seinen Rückenpanzer geöffnet, dass man ihn gleich sieht. Die Oberkörper und die Arme und Beine waren bei vielen Figuren identisch. Die Bestempelung befand sich an der Gürtellinie am Oberkörper. 1981. Die Füße wurden ebenfalls bei anderen Figuren nur mit anderer Bemalung verwendet. Äußerst interessant ist auch der Brustpanzer. Habt ihr eigentlich schon mal die Knochen bemerkt, die in der Mitte ihn zusammenhalten? Die stammen wohl von einem Diener, der es gewagt hat, ihn 5 Minuten früher zu wecken als sonst. Er hat's verdient, er wusste es. Das Markenzeichen der Masters of the Universe Figuren waren ihre muskulösen Oberkörper. Also Leute, ehrlich gesagt, ich sehe ja auch so gut aus, aber ist das nicht ein bisschen arg viel? Zum Glück war Tila nicht so. Ein wenig erinnert es an Tarzan, der Lendenschutz. Die Figuren waren so konstruiert, vor allem die Hände, dass man eine Waffe greifen konnte. Naja, dämlicher Satz, ich weiß, muss ja irgendwie gehen. He-Man und Skeletor zählen zu den meistverkauftesten Figuren der Masters of the Universe Line und wurden auch in verschiedenen Varianten aufgelegt, zum Beispiel Zauberrüstung He-Man, Zauberrüstung Skeletor, Drachenkämpfer Skeletor, was der coolste war, und so weiter. Als Waffen hatte er sein Schwert, zu erkennen die verschiedenen Seiten, und seinen Widerstab. Der Widerstab war eigentlich seine mächtigste Waffe. Kommen wir nun zum Held der Geschichte, He-Man, der Stärkste der Starken. Hier sehen wir ihn auf einer amerikanischen Karte. Wir werden mal in einer Sendung getrennt auf spezielle Kartenvarianten eingehen, weil das würde jetzt absolut den Rahmen sprengen. Es gab ja 3-Packs und. So Leute, hier ist der He-Man, der Stärkste der Starken. Hier gibt es auch verschiedene Varianten bezüglich der Farbe. Ah, es gibt auch hellere, dunklere, dann auch andere Kunststoff, der bei den Zubehörteilen verwendet wurde etc. Zu Beginn existierte ja nur der Charakter He-Man. Später wurde Prinz Adam eingeführt, der sich praktisch durch sein Zauberschwert in He-Man verwandelte. In der Anfangszeit bezog er seine Kraft noch aus dem Brustpanzer, später durch das Zauberschwert. Das musste man damals machen, weil die Omis sind Sturm gelaufen gegen den brutalen Charakter des He-Man. Das Zwischenstück, das die Figuren zusammenhält, war überall einheitlich. Jetzt zeige ich euch mal was bei He-Man. Alle Figuren, die Beine, wurden mit einem Gummi zusammengehalten. Seht ihr das? Aufpassen, der wird im Laufe der Zeit manchmal porös und kann reißen. Und das wieder hineinzufummeln, das ist eine Geschichte für sich. Insgesamt verfügten die Masters-Figuren, die meisten zumindest, über 5 bewegliche Gelenke. Kopf, beide Arme, beide Beine. Fertig.
Zum Beispiel konnte man auch die Arme relativ leicht abnehmen, wie ihr sehen könnt, und sie wieder draufstecken. Bei den Beinen ging das nicht. Nicht versuchen. He-Man verfügt über insgesamt 4 Zubehörteile. Sein Brustpanzer, ein Schild, das Zauberschwert und die Doppelaxt. Hier sehen wir die Rückseite des Schildes. Der Schild konnte zerlegt werden, aber meistens bekam er ihn nicht mehr zusammen. Und hier sehen wir seine wichtigste Waffe, das Zauberschwert. Gut ist hier noch die erste Variante zu erkennen, das Zauberschwert, mit dem man das Schwert von Skeleton He-Man zusammenfügen kann. Dies wurde später geändert. Eine Farbvariante des Zauberschwerts befindet sich im sogenannten Weapons Pack. Darauf werden wir noch öfter zurückkommen. Hier im hellblau, nicht wie Skeletors Schwert dunkelblau, die Doppelaxt und das Zauberschwert. Seine letzte Waffe war die Doppelaxt. Ja, ja. Ein hinten, eine vorne. Auf der Rückseite befand sich die entsprechende Bestempelung. Tja Leute, etwas schwer zu erkennen, Made in Taiwan. Seht ihr diese Testosteron gestärkten Oberarme? Interessant ist auch der Ring, diesen Armreif, wo er ums Handgelenk hat. Viele rätseln ja heute noch rum, wurde das nur vergessen zu bemalen oder war es Absicht? Coole Silberfarbe und ein paar braune Punkte drauf, das würde doch gut aussehen. Übrigens, auf dem Brustpanzer befindet sich ja das Malteserkreuz oder erinnert auch sehr ans Eiserne Kreuz. Es gab aufgrund dieses Zeichens auch damals eine politische Diskussion. Hinten in den Brustpanzer konnte man bequem die Waffen reinstecken, Zauberschwert oder Doppelaxt. Hier, leicht verdeckt, erschien 1981, aber erst 82 in Handel gekommen, wie auch immer. Machen wir nun weiter mit He-Mans Freunden, Teela. Ja, die Tochter der Zauberin von Grayskull. Anfangs sollte sie eine Art Wächterin sein, wurde aber später geändert. Und hier sehen wir den Hasen von Grayskull. Ja, viel Spaß beim Rumhoppeln. Zurück zu Teela. Teela ist eine etwas seltenere Figur, vor allem komplett mit ihrem Zubehörteilen. Da ja Jungs ja nicht mit Mädchenfiguren spielen, aber diese galt später auch als Vorlage für die ersten Shewa-Figuren. Hier sehen wir eine etwas seltenere europäische Karte mit der schönen Beschriftung. Einmal Masters Logo ist amerikanisch, zweimal europäisch. Auch hier wieder eine Blisterkrankheit, vergilbt. Die Figur, wo hier verpackt ist, ist äußerst interessant, weil die Arme haben sich blau verfärbt oder waren es schon? Vielleicht könnt ihr es erkennen, leicht bläulich. Hier ein Blick auf die Rückseite der Karte. Oben befand sich immer ein Bild, praktisch die Actionfigur im Einsatz. Hier mehrsprachige Beschriftung mit dem Cobra-Stab. Die schwingenden Hüften. Ja, nahezu alle Figuren hatten diese schwingenden Hüften. Es wurde auch fleißig für die aktuellen Figuren beworben. Tja, diese Figur stammt wohl aus dem Jahre 1983, schwer zu sagen. Also wenn man heute eine original verpackte Masters-Figur im Top-Zustand will, muss man schon einen hohen zweistelligen Betrag rechnen. Und nicht selten dreistellig und da auch teilweise höher bis zum vierstelligen. Teela ist selbstverständlich eine Schönheit. Naja, bei der einzigsten Frau ist es auch nicht schwer. Was mich halt immer schon gewundert hat, super schlanker Oberkörper, aber Mordsoberschenkel. Leute, das habt ihr jetzt nicht gehört. Kurz zu den Varianten. Es gibt eine, sagen wir mal, dunkelrote, bräunliche Version und eine hellrote Version. Hier sehen wir beide Varianten. Rechts die helle Version, links die dunkle. Sehr schön ist auch der Cobra-Panzer, der Brustpanzer gemacht, der die Figur sehr schön einfasst. Ihr Armschild, auch ebenfalls sehr schön gelungen. Sehr häufig verloren ging der Cobra-Stab. Eine praktisch erstarrte Cobra, sehr schwer zu finden. So Leute, jetzt wird es zum ersten Mal bei Fantastic erotisch. Teela ohne Panzer und Ausrüstung.
Hier sehen wir jetzt auch gleich beide Varianten. Links die helle Variante, rechts die braune Variante. Die Bestempelung befand sich im Genick. Gut ist auch hier zu erkennen, dass die Haare bei der hellen Variante etwas weiter nach unten gezogen sind. Sehr schön ist auch der nicht abnehmbare Kopfschmuck. Im Allgemeinen ist die Teela-Figur eigentlich vom Design her die schönste der ersten Wave. Im Skeletor natürlich. Diese Nahaufnahme ist nur zu Forschungszwecken, zu mehr nicht. Lechts. So, jetzt aber Scherz beiseite. Wirklich sehr schön gestaltet. Viele Figuren sind im Laufe der Jahre ziemlich abgenutzt. Unsanft in die Spielzeugkiste geschmissen, durch den Sandkasten gezogen etc. Erinnert irgendwie an eine Priesterin aus dem alten Ägypten. Hier sehen wir jetzt eine Figur, zu der die Zeit nicht so nett war. Achtet vor allem auf die Goldbemalung. Die ist häufig, wie hier, abgewetzt durchs Spielen halt. Gerade gut erhaltene Teelas findet man doch relativ selten. Vor allem auf Flohmärkten ist heute fast nichts mehr zu finden in hoher Qualität. Vor 13 Jahren gelang es mir bei eBay, einen ganzen Posten von 38 Teelas zu ersteigern. Ja Leute, alles voll mit Teelas. Die meisten davon sind die helle Variante. Die dunkle Variante waren bloß 2 oder 3 Stück dabei. Insgesamt habe ich jetzt etwa knapp 50 davon. Also ich gehe mal davon aus, dass die dunkle Variante seltener ist. Kommen wir nun zu He-Mans besten Freund, dem Waffenmeister Man-at-Arms. Man-at-Arms war der coolste der ersten Wave. Vor allem mit seinem Brustpanzer und mit seinem, naja, Computergehirn. Eine etwas außergewöhnliche, grimmig reinschauende Figur. Ein Schulkamerad von mir, Kemalettin, der war ganz verrückt nach Man-at-Arms. Er hatte 3 Stück und keine anderen Figuren. Erinnert ein wenig an Lobot aus Star Wars Empire Strikes Back. Am meisten verloren geht selbstverständlich sein Knieschutz. Er hatte nur einen, nicht 2. Gab schon heftige Diskussionen unter Sammlern. Genauso wie sein Armschutz, sein Armpanzer. Auch davon hatte er nur einen. Einen rechten hatte er nicht. Es gab mal Gerüchte um eine Variante, die 2 Knieschützer hatte und 2 Oberarmpanzer. Aber alle Recherchen haben festgestellt, das ist nur ein Fake. Hier wurden wieder die bekannten Füße verwendet, nur mit anderer Farbe. Hier ist eine Waffe, eine machalische Keule. Ursprünglich sollte ja Eternia über keinerlei Technik verfügen, sondern nur noch über Fragmente einer längst vergangenen Hochzivilisation. Man-at-Arms ist der Waffenschmied Eternias und gleichzeitig der beste Freund von He-Man und der Vater von Teela, die wiederum die Tochter der Zauberin von Grayskull ist. Aber die beiden hatten nicht was miteinander, ist ein bisschen kompliziert. Naja, typischer Sorgerechtsfall auf Eternia halt. Uns sind 2 Varianten bekannt, einmal die dunkelgrüne mit grauem Gürtel Variante, die rechte aus Taiwan und links die helle, gefragtere, die französischere. Die ist auch sehr schön gestaltet im Gegensatz zu anderen. Hier seht ihr es gut, der graue Gürtel. Und hier schon mit ein bisschen Disco-Feeling der blaue Gürtel. Auch die Brustpanzer unterscheiden sich ein wenig. Ich hoffe, dass ihr es erkennen könnt. Der rechte ist dunkler und der linke ist, also der rechte ist eher so bräunlich und der linke ist gelb. Oftmals unterscheiden sich die Farbvarianten vor allem bei den Masters-Figuren bei den diversen Herstellern. Taiwan, Hongkong, USA, Frankreich oder sonst irgendwo. Interessantes Sammelgebiet. So, liebe Sammlerfreunde, das war's mal wieder für heute. Ich möchte euch noch einmal das Toys Hunters Journal empfehlen. Die Hefte, die zwischen 1996 und 2000 erschienen sind, bei eBay kriegt ihr die manchmal noch günstig, kann ich sehr empfehlen. Was die damals auf die Beine gestellt haben, verdient einfach ein dickes Lob. Ursprünglich war heute geplant, dass wir euch 7 Figuren zeigen. Wir haben nur 4 geschafft, aber wir werden uns da schon durchkämmen. Es gibt so viele Varianten und Kleinigkeiten, auf die man achten muss und alles. Das wollen wir euch halt alles zeigen.
Und ich gehe jetzt her, genieße noch diesen herrlichen Sonntag und sage bis nächsten Freitag, wenn es wieder heißt Fantastic Tours and Merchandise.